Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Infected. Und ich habe einiges vorbereitet, Freunde, aber jetzt muss man erstmal gucken, dass wir hier uns erstmal stärken. Ne? Ich habe jetzt geschlafen, ich habe vorbereitet, ihr werdet es gleich sehen. Und dann müssen wir mal gucken. Okay, jetzt wird es Zeit, glaube ich, für so eine hier. Und Zeit für so eine. Okay, nice. Ja, Protein. Proteine, Proteine, Proteine. Wir brauchen ganz viel Proteine. Sauber. Sehr schön. So, wie viel haben wir? Ein bisschen was haben wir noch? Vitamine ist auch gut. Wir brauchen auf jeden Fall neue Dosen. So, das bedeutet jetzt wiederum. Wer hätte es gedacht? Wir leeren das. Nehmen uns da das Wasser raus. Können wir noch einmal. So, warte, wir brauchen hier hinten die Melonen. Brauchen jetzt unbedingt Wasser. So, dann machen wir erstmal das hier. Es geht dann auch gleich in die Fronten. Wie gesagt, heute werden wir wieder so einiges schaffen. Hoffe ich doch. Ja, also wie gesagt, ich habe einiges vorbereitet. Guck da, Holz ist alles wieder voll. Und ja, Fisch, warte, ich zeige euch das jetzt mal. Hier Fisch habe ich auch komplett. Ich war einmal angeln, damit wir die Kisten hier voll haben. Hier ist auch noch ein bisschen drin. Weil wir brauchen Sprit. Sprit, Sprit, Sprit. So, warte, hier brauchen wir Wasser. Hier geht es weiter mit Wasser. Der Mais ist fertig, nur die Gurke nicht. So, können wir gleich mal den Mais ernten. Habe ich jetzt. Ah ne, das waren die Federn. Das sah eben so komisch aus. So, jetzt warte. Melonentechnisch haben wir jetzt nichts. Hier haben wir jetzt auch nichts. Wir könnten jetzt auch nichts herstellen, ne? Genau, uns fehlen Kartoffeln, Gurken und Melonen, damit wir uns dieses Essen wieder herstellen können. Gut. Ja, genau. Achtung, hier geht's auch weiter. Ich habe auch einiges an Eisenbarren noch geschafft. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Aber, hey, warum nicht? Das Regal füllt sich. Noch eine Lare und dann können wir den nächsten Mineralextrahierer bauen, der dann zum Kobalt geht. Und deswegen habe ich schon mal Fisch geholt. Eins könnte man mitnehmen, aber ich denke mal, eins abteilen. Warte mal. Ich glaube, wir brauchen bei unserem Stein brauchen wir noch ein bisschen. Da ist fast alle. Nee, der hat noch genug drin. Hey, wieso ist der fast alle? Hier ist alle. Hier ist alle. Den müssen wir jetzt auffüllen. So, dann nehmen wir mal zwei Kohle mit. Ne, kommen immer drei mit. Die zwei Steine kannst du noch mitnehmen. So, die Steine kannst du hier einlagern erstmal. So, pass auf. Dann können wir nämlich hier schon wieder ein bisschen Kupfer durchlaufen lassen. So, wie sieht's aus? Ja, komm, gönn dir eine Kohle. Du gönnst dir keine Kohle. Weil haben wir noch. Okay, gut, haben wir das. Und jetzt würde ich sagen, machen wir oben die Dinger fertig. Dass wir heute wieder ein bisschen vorankommen. Ne? Wie gesagt, hier, ich habe schön vorbereitet. Einmal frei, lief richtig gut. So, bis auf jetzt. Zack. So, auf geht's. Also ein bisschen langsam jetzt unterwegs, oder? Ich glaube gerade am Rande der Überladung. So. Das Schöne ist, die kosten nicht viele Bretter jetzt. Das ist doch nice. Da kriegen wir doch etliches heute fertig. So, da müssen wir die Ecken noch zumachen. Ja, sehr schön. Alter, wir haben es, ey, echt, jetzt noch hier voll kriegen? Ne, vier Stück fehlen. Ah, wie geil. Okay, vier Stück fehlen uns noch. Ist kein Problem, kein Problem. So, da haben wir die vier. Sehr schön. So, dann machen wir das jetzt noch fertig. So, pass auf. Genau, sehr schön. Ey, Leute, so langsam wird das ganze Ding ja doch echt nice. So, dann kommst du hier hoch. So, dann haben wir die Ecken. Haben wir jetzt, müssen wir hier noch die Ecken machen? So, pass auf. Ecken, Ecken. Zu. So, einmal. Zweimal. Acht Bretter und sechs Holzscheite. Wie die Sticks einfach wegfliehen. Flähen. So, acht Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, noch einmal Holzscheite geholt. Dann haben wir das auch fertig. Dann haben wir die Ecken zu. Sehr schön. So, hier kannst du ja gleich mal. Und weil wir es sind, ist die Ausdauer runter. Die Axt. Oh, Axt. Warte mal, da ist ein Stein. Ne, 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 ne. Da können wir uns nämlich gleich eine neue Axt craften. Da müssen wir nicht aus dem Lager nehmen. Na, jetzt nimm den Stock. Jetzt ziehst du hier zu dem Baum, den schlägst du und dann haben wir das schon mal soweit fertig. Ja, ein bisschen, weil du merkst selber, oder? Ich bin ein bisschen knauserig, was auch das Material angeht, ne? Weil ich will immer so wenig wie möglich davon nutzen. So, sehr geil. Haben wir das auch? Coole Sache. So. Einmal frei, einmal frei. Wie gesagt, das mit den Treppen hier fällt mir absolut noch nicht.
Ich weiß nicht, wie ich es gerne machen möchte. Jetzt ist die Überlegung, weil das ist ja hier wirklich eine komplette Mitte, ne? So. Ich hätte die ja gern mittig. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel. Oh, da müsste ich schon wieder so viel umbauen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel die hier nehme. Ich kann die ja nur so setzen und so setzen. Ich kann die nicht so bauen, dass die quasi, weißt du wie? So, und dann müsste die auch so, aber halt anders spiegelverkehrt quasi. Und das macht er mir nicht. Das macht er mir ehrlich nicht. Das ist halt. Das ist halt schade, ne? Ich hätte sie halt gerne hier gehabt. So, dass die hier dann in der Mitte hochlaufen, ne? Aber wie gesagt, das macht er mir nicht. Von daher weiß ich nicht, ob ich das hier so lassen will. Aber warum nicht? Weißt du wie? Da kann man nämlich unten drunter auch noch was hinstellen. Ja, wir lassen das so, oder? Das lassen wir so mit den Treppen. Wir gucken dann, wie wir es oben machen. Gut, jetzt nehme ich hier weiter. Pass auf jetzt. Das ist jetzt der Clou. Jetzt müssen wir ganz viel wieder anzeichnen. So, einmal, zweimal, dreimal. Da geht's jetzt nicht wegen Erstick. Mal jung, jetzt muss ich erstmal. Jetzt laufen wir drumherum. Jetzt kommt nämlich nochmal so ein Kreis drumherum. Und ja, ich weiß, du sagst jetzt schon, Alter, was macht denn der? Ja, ich mag das. Ich mag groß bauen, ehrlich. Wenn ein Spiel das so hergibt wie dieses, dann mag ich das einfach. Und dann möchte ich das auch so, weißt du? So, das wird dann so ein bisschen wie im Wilden Westen aussehen. Vorerst. Bis wir dann die ganze Sache aufwerten. Das kommt ja auch noch. Ne? So, siehst du? Und das ist dann, sage ich mal so, und dann kannst du hier so zwischendurch, zack, kommst hoch, hast hier eine Veranda nachher, ringsrum kommen dann noch Stelzen hin. Oben müssen wir dann auch noch drum rumziehen, das heißt, hier brauchen wir dann wieder ganz viel Holzscheite. So, und ich würde sagen, die können wir nicht nehmen, oder? Nee, die musst du rausnehmen, schade. So. Wir kleistern jetzt erstmal die ganzen Foundations mit Holzscheiten voll. Und jetzt machen wir erstmal das Lager leer. Ne? Damit wir hier ein bisschen auch vorankommen. So, raus mit dir. Ich würde sagen, wir fangen aber auf der anderen Seite an. Damit wir den längsten Weg jetzt schon hinter uns haben. So. 1, 2, 3. 4 brauchst du immer. Oh je. Das ist natürlich, ne? Weißt du, das ist Wahnsinn. Also hier brauchst du wirklich massiv an Holzscheite. Ich meine, wenn ihr jetzt sagt, pass auf, mach so, baust doch schon soweit fertig. Zeichne mit uns an und du baust es fertig. Weißt du wie? So können wir das ja auch machen. Hätte ich ja auch kein Problem damit. Ja. Dass wir uns gemeinsam anzeichnen und wenn wir dann in die nächste Folge starten, ist das Angezeichnete fertig. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber da möchte ich gern eure Kommentare dazu haben. Das heißt, in den nächsten paar Folgen wird das dann noch nicht so sein. Weil ich nehme ja auch immer schon mal ein, zwei Folgen im Vorlauf auf. So. Und von daher, da schreibst es mir halt unten rein. Ist doch nicht schlimm, Mensch. Ist doch nicht schlimm. Schreib's in die Kommentare, wie du das gerne hättest. Und gut ist. Es sei denn, schreibt keiner was, dann mache ich das so weiter. Und wir haben ein paar gemütliche Baurunden. So. Ach, ich mag das nicht, wenn mein Holzscheitlager leer ist, ehrlich. Naja. So. Wie gesagt, das machen wir heute. Morgen werden wir auch noch weiter hier bauen, weil wir sind kurz vom ersten Blutmond und da möchte ich ganz schön zu Hause sein. Und nach dem Blutmond habe ich mir überlegt, gehen wir dann los und machen die letzten Blueprints, also die letzten Techs, holen wir uns dann. Und danach setzen wir hier die Base komplett auf. Mal sehen, wie weit wir jetzt kommen, was wir jetzt schon schaffen. Da müssen wir gucken. Weil holzscheitetechnisch sind wir gleich schon wieder alle. Wahnsinn. Bretter haben wir dann noch ganz viele. Geil wäre es, wenn wir es jetzt schaffen, dass wir den Ring draußen fertig kriegen, weißt du wie? So, natürlich, jetzt mache ich mit euch das Lager auf jeden Fall leer, ne? Damit wir jetzt hier einmal komplett durch sind. So, wie gesagt, damit wir auch die Ruhe haben, sind die Wempis aus. Ich glaube nicht, dass die ausbleiben, also wenn der Blutmund ist, dass da keine kommen, das glaube ich nicht. Also ich denke mal, da werden auf jeden Fall welche kommen. Auch wenn du die normalen Wempis so aus hast, weißt du?
So, da haben wir drinnen. Mein Gott, ey, alter Falter, guck dir das an, ja. Ja, komm, da kannst du die auch noch rausnehmen. Achso, hast schon drei. Du sagst das doch, Junge. Wieso sagt der aber nicht? Der redet mit mir nicht, merkst du es? Dann sagst du, ey, wieso soll ich mit dir labern? Ey, ich hab keinen Bock, weißt du. Ah, herrlich. So, wo ist der nächste große Baum? Da oben. Oh Gott. Da krieg ich doch die Karre nicht hin. Hier krieg ich sie hin. Oh, die Axt, ist die kaputt? Hat man das echt? Warte, ich muss mal kurz gucken. Jo, die Axt ist hinüber. Sehr geil. So, dann hier einmal, da einmal. Haben wir die nächste Axt. So. Und weiter geht's. Jetzt brauchen wir Holzscheite, ne? So. Hey, einen kannst du noch. So. Ja, so langsam wird das Holz hier aber auch wenig, weil ich bin hier echt am Flitzen. Das ist der Hammer. Und dadurch werden die großen Bäume hier immer weniger. Ja, naja, egal, oder? Egal. Oh, ich bin ja auch mal gespannt, ne? Mit den nächsten Updates soll ja auch die KI anders sein. Das heißt, die sind dann ein bisschen schlauer, raffinierter? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall soll das Verhalten der KI deutlich anders sein. Jetzt müssen wir hier weitermachen. Da bin ich auch extrem gespannt, wie sich das dann verhält. Ob die Base denn überhaupt noch Bestand hat oder ob du denn am Verzweifeln bist oder, ne? Je nachdem. So, wie sieht's, wir haben es doch am Morgen. Wieso wird das schon wieder dunkel? Fängt das gleich schon wieder an zu gewittern. Oh, bitte, 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 mach auch noch eine Option irgendwie rein, dass du einstellen kannst, wie oft du das Gewitter haben willst. Also ich habe es gefühlt zweimal am Tag. Das ist nervig. Ernsthaft, das ist... Also mittlerweile ist es nervig. Muss ich ganz ehrlich gestehen? Weil man möchte auch mal ein schönes Wetter genießen. Gerade jetzt bei uns hier im Winter, ne? Hast du ja draußen kaum Sonnenschein, ist ja immer alles bewölkt und zwar schön weiß. Endlich haben wir wieder Schnee, Leute. Endlich haben wir Schnee. Bloß dürfen wir nicht rodeln. Krass, Alter, oder? Ah, herrlich. Ah, ich dachte mir, nein. Endlich mal wieder im Winter, weißt du, wo es sich lohnt, denn auch mal rausgehen, Schlitten fahren, auch mit den Kindern, Spaß haben und dann, ja, allen Arsch. Ah, Mann, ey, das ist so nervig. Aber was willst du machen? Was willst du machen? So, jetzt machen wir das fertig hier. So, sehr schön. Wie viel? 6 Bretter. Uiuiui, da wird doch unser Bretterlager wieder sehr abbauen. Oh je. So, warte mal, hier haben wir jetzt 4. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir heute hier wenigstens außen diesen Kranz fertig kriegen zusammen. So, warte mal, lass uns dahinter gehen. Da sind sie alle nebeneinander. Da muss ich nicht weit laufen. So. Alter, dieses Gewitter ist echt der Hammer. Naja. Läuft. Also, der Plan für die nächste Folge ist dann dieser, dass wir den Kobaltmineralextrahierer hinstellen, ja? Dass der... Oh, jetzt kommt noch so ein Wolf, ey. Ja, wie gesagt, die Tiere lasse ich natürlich an, damit wir wenigstens ein bisschen was immer haben. Wie gesagt, Plan für die nächste Folge jetzt schon ist auf jeden Fall Kobalt-Mineral-Extrahierer. Mein Gott, ey, das ist ein richtiger Zungenbrecher. Aufstellen und Alu holen. Alu wollte ich eigentlich heute noch holen. Vielleicht machen wir das auch noch. Muss mal gucken, wie weit wir kommen jetzt hier. Ich möchte auf jeden Fall den Kranz jetzt hier unten fertig kriegen. Was fehlt hier? Hier fehlt noch. Und da fehlt. Wir brauchen jetzt noch 3, 4, 7. Müsste doch ein großer sein, oder? Was, ein großer? Oh Gott. Oh Gott. Alter, was ist denn jetzt los hier? Wolfsgespell oder was? Mir komm her, du kriegst auch noch einen auf dem Wanz, du Dame. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Also zwei Wölfe auf einmal ist schon heftig, Freunde. Ey, die haben uns nicht getroffen. Ey, war das geil jetzt. Nein, du darfst die zwei nehmen. Wir müssen hier weiter Holz hacken. Aber ey, da haben wir wenigstens Fleisch. Auch nicht schlecht. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8. Das reicht doch.
das reicht für das, was wir machen wollen. Dann haben wir den Kranz fertig. So. Dreier. Vierer. Und noch ein. Und dann haben wir das mit den Holzscheiten fertig. Jetzt brauchen wir nur noch Bretter. Bretter, Bretter, Bretter. Die Maschine ist voll. Jetzt hier schon mal, weil hier nehmen wir jetzt die ganzen Bretter raus. So. Egal wie viel, wir nehmen sie einfach alle mit. So. Gut, das war's schon. Ja, hat sich gelohnt. So, fangen wir mal an hier. Zack. Nächste fertig. Nächste fertig. Sauber. Das kriegen wir fertig. Sehr schön. Vielleicht laufen wir heute noch einmal rüber. Ich muss gucken. Müssen wir gucken, dass wir noch eine schöne halbwegs leere Kiste haben. So. Was ist los? Wieso läufst du nicht schneller? Boah, ey, das wird so nice, ey, Leute, ehrlich. Ich freue mich jetzt schon richtig drauf, wenn das Gesamtbild fertig ist und was ihr dazu sagt. Da bin ich mal gespannt. Das interessiert mich echt. Aber die Bretter werden alle, ne? Definitiv. Also da muss ich dann, da werde ich dann auf jeden Fall, ui, muss ich morgen den Dach nutzen, um vorzuarbeiten, dass wir dann quasi mit dem Blutmond eventuell einsteigen. Sind die Bretter schon wieder alle? Das kann nicht wahr sein. Alter Walter. Oh, hier ist ja alles komplett leer jetzt. Wahnsinn. Ach, ich habe ja noch, ich kann ja nicht viel mitnehmen. Wieso sagt denn keiner was? Könnte ja wohl nicht wahr sein hier. Ach, und das passt da auch schon nicht mehr rein. Na, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glühstrumpf. Dann packen wir sie hier mit rein. So, dann hat man hier Federn. Das Zeug, das Zeug. Ja, das schmeißt jetzt da mit rein. Die Sachen kannst du da reinmachen. Den Stick, den können wir draußen einlagern, weil da hatte ich welche rausgenommen. Da kannst du den anderen mitnehmen. Jetzt müssen wir hier fast wieder voll sein. Und jetzt können wir noch ein paar Bretter mitnehmen. Mitten. Sauber. So. Mensch, ganz vergessen, ihr habt. Ach, hier fehlen noch Holzscheite. Gucken mal, vier Holzscheite fehlen uns noch. Vier? Müssen wir jetzt mal mitzählen. Nicht, dass ich noch irgendwo welche vergessen habe. Vier. Das heißt, einen nehmen wir mit, dann nehmen wir noch ein kleines Holz. Kleines Holz vor allen Dingen. Hier, guck mal, hier hast du zwei. Ja. Kannst du mitnehmen. Jetzt hat er die da hingeschmissen. Ist das nicht krass? So. Ja, du machst da jetzt fertig. Alles klar. So. Gut. Das haben wir auch. Aber die Bretter, siehst du, ne? Wie viel Bretter man braucht für das, was ich zum Beispiel jetzt hier baue. Das ist der Hammer. So, wie viele Bretter fehlen uns jetzt noch? Keins. Sehr geil. Hat's alle. Drei Bretter hätten wir jetzt noch. Die können wir jetzt auch nicht verwenden. Gut, jetzt brauchen wir nochmal Holzscheite. Dann nehmen wir hier den kleinen Baum jetzt. Alter, wie lange geht denn das hier wieder? Ey, das ist ja unnormal. Oh, hoffentlich kann man das irgendwann mal einstellen. Das wäre so schön, ey. Dass du sagst, hier Witter alle drei Tage oder so. Das wäre okay. Aber hier nicht jeden Tag und dann vielleicht zwei, drei Mal. Ey, das ist Wahnsinn. Was fehlt dir? Durst? Durst hat er, Junge. Und wir haben nicht mal was zu trinken. Alter Scheiße. Wir haben echt nichts zu trinken. Hier, solange wie es regnet, mal das Ding mal hier voll. Sehr schön. Dann kannst du hier abkochen hier. So, dann packst du hier jetzt eine Kohle drauf. Schmeißt das Feuer noch an. Nimmst das Fleisch, packst das hier auch noch drauf. So, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob die Melonen mittlerweile durch sind. Die nicht, die ist fertig. Verdammt. So, ist die Kartoffel fertig. Da können wir das schon mal machen. So, Kartoffel. Einmal. Gurke. Jawohl. So, jetzt hier. Habe ich Dosen mit? Ja, Hammer. So, nimmst du das, das, das. Sehr schön. Das, das, das. Noch ein Döschen. Das kannst du wegnehmen. Was sollst du wegnehmen? Jetzt musst du die Dose wieder raus, wieder rein, damit es geht. Okay. So, dann kannst du hier schon einmal essen. Ja, komm jetzt.
ist halt das, damit du wenigstens ein bisschen Wasser hast. Weil solange. Ja, hier ist nämlich wieder kein Wasser drin, verdammt. Schmutziges Wasser, füllen wir einmal auf, sehr schön. Gehen wir kurz hier rein, machen da das Wasser drauf. Ah, weil ich möchte unbedingt auch irgendwann diesen Wasserturm haben, alles, weißt du, damit wir hier das nicht mehr alles manuell bewässern müssen. Weil das ist schon ein bisschen nervig. So, jetzt sitzt du wieder gut, Kollege, wa? Oh, nimmst du noch ein Stück mit? So, voll. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Hat man das jetzt hier fertig gekriegt? Ich weiß es gar nicht. Ja, das haben wir fertig gekriegt. Als nächstes kommt hier oben nochmal eine Lage drumherum. Ja, hört, hört. Das wird alles etwas interessant werden. So, aber wir machen uns jetzt erstmal hier zur Kartoffel. Ernten. Wir brauchen ganz viele Kartoffelsamen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal Richtung Aluminium. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt jetzt. Ich muss mal gucken, wie voll. Was haben wir mit? 3 Bretter. Die können wir schon mal hier wieder einlagern. So. Holzscheite ist. Ah, der ist voll. Okay, warte. Dann lasst uns den gleich mal abnehmen. Wir lernen das gleich mal aus. Schneller. Ich schaffe das immer einmal komplett leer zu machen, bevor der wieder. Und dann fülle ich das hier auf, weißt du, damit wir fürs nächste Mal haben. So, zack. Perfekt. So, wie gesagt, das mache ich dann wieder voll alles, bevor wir zur nächsten Runde kommen. Und wir laufen jetzt einfach mal rüber und gucken, was das alles. Ich bin auch gut, weißt du wieso? Ohne Sprit mitzunehmen läuft das nicht. So, wir nehmen uns jetzt einfach mal hier um 5 Uhr mit. Die Rinde kannst du jetzt hier irgendwo reinschmeißen. So, hier kannst du schon mal die Eisenbarren rausnehmen. Wir nehmen die Barren raus. Ja, gut, normalerweise könntest du das jetzt alles ausmachen. Aber egal, weißt du was? Ich will jetzt darüber. Los. So, Sprit haben wir mitgenommen, richtig? Richtig. So, auf geht's. Nach da müssen wir. Ist das richtig? Ist ja fast richtig. Nee. Ah, wie herrlich. Schön. Oh, mir gefällt das echt. So, Bogen in der Hand. Und yalla, yalla. Oh, da ist ein Bär, den umlaufen wir. Auf den Bär habe ich jetzt keine Lust. Was haben wir hier? Eine Gurke, nimm mal mit. So, da ist schon der Berg. Müssen wir noch ein bisschen Ausdauer. Ja, 118 haben wir mittlerweile. Durch die Dosen kriegen wir ja auch, ne? Oh, da kommt ja auch mit den neuen Update, ne? Mit Version 7.0. 0,7. Oh, was habe ich immer mit 7.0, ey? Kannst du ja dir so eine Packs dann selber erstellen, ne? Die ewig halten, so eine Armee-Packs. Und ich weiß jetzt nicht, wie die richtig heißen. Entschuldigung. Und da kriegst du auch Stanima und Leben dazu sogar, ne? Also das ist jetzt, glaube ich, dass das Nonplusultra, was man haben kann. So, siehst du, da machen wir heute schon mal eine Aluminiumrunde. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen, weil wir haben jetzt 2 Folgen lang plus der Farmrunde. Konnte das jetzt laufen? Vielleicht haben wir Glück und kriegen 8 Stück hin schon mal. Das wäre geil, dass da jetzt 8 schon drin sind. Ich bezweifle es zwar, aber alle 5 Minuten wird ja weniger so sein. Was liegt denn da? Ist das ein Stein? Ist nur ein Stein, okay. So, lass uns mal überraschen. Wow, 3 Stück. Kannst du komplett leer machen. Und brauchst hier echt nur ein Alter. Aber 5 Minuten, Junge, das ist ein bisschen wenig, mein Freund. Ein bisschen wenig, was dabei rumgekommen ist. Aber wir wollen uns nicht beschweren, was wir haben, das haben wir, weil wir können eine zweite Flasche bauen. Punkt. So, hier, Melone, nimm mit. Sehr schön. Hier, toter Vogel. Eine Krähe. So, dann haben wir schon mal wieder ein paar Federn. Damit wir uns dann nachher auch die ganzen Knochenpfeile herstellen können. Deswegen sammle ich da schon mal ein bisschen. Was wir so haben, das haben wir, weißt du? So, hier haben wir noch eine Maispflanze. Kartoffeln haben wir da. Ah, wir können wieder Dosen herstellen. Wie schön. Ey, das läuft. Mit den Essen, das läuft auch richtig gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Das ist echt genial. So, was läuft da unten? Ein Bär. Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. Ich habe ihn zwar gehört, aber ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. So, auf zurück zur Base.
Da steht sie doch, die Doppelbase. Momentan ist es ja noch die Doppelbase. Oh Leute, das wird auch noch mal heftig werden, wenn wir die ganzen Zaun umbauen müssen. Da müssen wir ja auch neue Zaunfäller setzen. Ich meine, das ist nicht schlimm. Da brauchen wir echt nur vier Holzscheite nachher im Endeffekt. Die Tore müssen wir neu bauen. Das ist halt das Manko. Da ist ein toter Vogel. Die müssen wir holen. Alter, komm, mit die Ausdauer, ey. So schnell kann die doch nicht alle gehen. Jetzt komm, mach Ralla, weil die spawnen ja ganz schnell. So, sehr schön. Ja, aber die Base wird geil, Leute, ehrlich. Wenn wir das dann nachher noch alles schön aufgewertet haben, das sieht dann richtig mega aus. Richtig schön stabil. So, kannst. Nein, jetzt hat er. Okay, warte mal. Ich brauche das da. Dann brauchen wir das, das, das. Gehen wir da rein. Ein Döschen. So. Ach, jetzt hätte ich gleich. Halt, du bist falsch. Mayung, du bist falsch. Ich hoffe, die Melone despawnt jetzt nicht. Oh, der verklickt sich immer. Nein, Kollege. Mach das nicht. Nicht machen. So, wo ist sie? Ja, können wir sie aber wenigstens gleich ernten. Ey, willst du mich jetzt rollen? Ey, jetzt mal ohne Witz. Gott. Naja. Ich wollte schon sagen, ja, das kann ich ja wohl nicht angehen. So. Jetzt können wir das nämlich noch machen. Sehr schön. Jetzt haben wir endlich wieder von der Frucht. Mats, welche? Hat man nämlich jetzt schon die ganze Zeit nicht gehabt. Das war mir ein Dorn im Auge. So, wie geil. Guck mal. Hier, Proteine. Kannst du das mal wegessen? Kannst du dich freuen, wie lange hält die noch? 8 Stunden. Weil die würde ich gerne noch mit in die Stadt nehmen. Dass wir da dann auch haben. So, hier kannst du noch mal trinken. Weißt du was? Weil wir einmal dabei sind, können wir das Trinken nämlich. Also nochmal Wasser abkochen, damit wir wieder haben. So, das läuft. So, jetzt, pass auf. Aluminium. Bam, bam, bam. Kannst du durchlaufen. Die Steine würde ich erstmal draußen in die Kiste lagern. Weil ich muss zusehen, dass wir jetzt auch endlich mal hier wieder eine Steinkiste voll kriegen. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Da kann ich mir die nämlich mit reinnehmen und dann immer bei Bedarf nachlegen, weißt du? So. Jetzt haben wir das dann. Perfekt. So, jetzt kannst du hier mal sehen. Ich denke mal, voll wird sie noch nicht werden. Oh, sieht aber ganz gut aus. Ne, ganz voll ist sie nicht. Was haben wir da hinten drin? Nur Kohle. Kohle haben wir gerade massiv. So, weißt du was? Wir nehmen uns die schon mal mit rein. Dann ist er halt nicht ganz voll. Ist ja auch nicht schlimm. So. Zack. Kann man eigentlich nicht. Hier geht nur Steine rein, ne? So, Erze kannst du da nicht einlagern. Schade. Eine Erzkiste wäre nicht schlecht, weißt du wie? So, haben wir jetzt hier irgendwas? Hier ein Stück Kohle. Kannst du reinpacken. Hier kannst du ein Stück Kohle reinpacken. Wir machen uns hier die Öfen mal. Ja, der ist voll. Das wäre jetzt Blödsinn. Habe ich eigentlich die Melone hier wieder angepflanzt? Habe ich natürlich nicht. Wassermelone, Gurke, Melonsaat. Hier, so. Jetzt gehen erstmal die ganzen Sachen. Jetzt räumen wir das erstmal alles hier ordentlich weg. Guck mal, schon 20 Kartoffelsetzlinge. Ich würde sagen, das ist schon gut. Da können wir da richtig viel mit anfangen. So. Perfekt. Läuft, Freunde. Es läuft. Und es macht einfach mega Spaß. Also mein Spaß geht hier nicht verloren. Die nächste Zeit jedenfalls nicht. Bis ich vielleicht irgendwann einfach keine Lust mehr habe. Aber das wird dauern. Und dann hauen wir uns hier die Kohle rein, da haben wir was. So, Dosenzeugs haben wir jetzt hier, da können wir uns davon mal eine gönnen. Aber die gibt keine Ausdauer, das sind nur die Fruchtdinger hier, ne? Vitamine und lange haltbar. Ja. So, wie gesagt, zweite Flasche brauchen wir jetzt. Okay. Leere Dose, hey. Was brauchen wir denn für die Flasche? Brauchen wir irgendwas anderes? Warte mal. Rohstoffe. Essen, trinken. 3 Aluminium. Oh je. Da haben wir gerade mal unsere Flasche hergestellt. Ne, ist egal. Hauptsache, wir haben die Flasche. So, weil hier, gucke. Bäm. So, jetzt können wir nämlich hier schön alles gießen. Das müssen wir nämlich machen. Und mit der Flasche geht das ja zügig, weißt du? So. Eigentlich könnte man jetzt sagen, ja, stell doch das Zeug draußen hin. Ja, könnte man machen. Hast du recht. Da müsste ich aber beim nächsten Mal aufpassen. So, wie fährst du hier hinten noch drin? Na, ein bisschen viel ist nicht drin.
So, und er hier hat auch noch Bier. Okay, auch momentan haben sie alle Wasser. So, dann kannst du nämlich hier die Flasche auf jeden Fall wegpacken. So, wenn wir jetzt noch eine Melone finden, dann hätten wir wieder zwei Fruchtcocktails. Das wäre auch nice. Wir haben noch ein Steinchen. So, jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann legen wir hier gleich nochmal nach. Und ja. Einmal frei. Haben wir doch heute schon wieder viel fertig gekriegt? Komm, wir zeichnen jetzt noch an. Das machen wir jetzt noch. Wir zeichnen oben jetzt den einen Kranz noch an. Und dann werde ich bis zur nächsten Folge so weit wie es geht vorbereiten. Wie gesagt, wenn der Blutmond kommt, den machen wir dann auf jeden Fall zusammen. Das wird nicht viel sein. Aber es wird was sein und von daher. Und dann müssen wir gucken, dass wir bis zum nächsten Blutmond uns umgezogen haben. Oh Gott, jetzt kommt der Bär hier oder was? Ah, wie ich es erahnt habe. Junge, lass das Jans. Alter, das kann nicht wahr sein. Das meine ich halt, ne? Das ist halt das Problem jetzt. Und jetzt hat er mir ja schon 100, 100. Okay, er hat nicht allzu viel kaputt gemacht. Aber das ist das, was mich dann so ein bisschen, ne? So ein bisschen nervt. Wenn die dann ankommen hier und alles kaputt machen. Das ist so schlimm. Aber egal. Dafür ist es halt mein Survival-Game, ne? Und da musst du bei sowas auch durch. So, die Ecken können wir nicht machen. Das ist dann die nicht finale Platte. Hey, jetzt hätte ich was Mist erzählt. Oh, tut mir leid. Hier ist die Mitte. Und da müssen wir dann zur Mitte raus. Da kommt hier eine Tür hin. Auf der anderen Seite auch. Dann kommt nochmal drei Plattformen nach außen weg. Aber nur auf der Seite und auf der Seite. Vorne und hinten nicht. Und dann kommen auf jeder Plattform kommt dann ein Gewächshaus. Eins haben wir ja schon fertig, können wir Gott sei Dank umschieben. Gott sei es gedankt. Und dann, ja, kommt die Elektronik eigentlich. Aber wie gesagt, da fehlen uns noch ein paar Blueprints. Ist da jetzt schon wieder irgendwas gespawnt an Viech? Nee. So, jetzt bin ich ja schon wieder mit der Ausdauer unten. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir legen jetzt noch einmal Eisen nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wie gesagt, das mit den Eisen geht relativ zügig. Dass wir denn auch mit dem Blutmond dann quasi nach dem Blutmond sagen können, wir können setzen. Weißt du wie? Wir können dann halt, hier war es nicht, hier. Dass wir den Kobalt, oh mein Gott, ey, es tut mir leid, dass wir den Kobalt Mineralextrahierer setzen können, ne? Drei Stück fehlen noch, die kriegen wir jetzt zusammen und dann machen wir das. Ich habe immer noch das Licht an, das ist ja furchtbar. Ganz vergessen. Macht aber auch irgendwie so großen Unterschied, wenn es hell ist, weißt du wie? So, dann vielmals, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielmals. Vielmals, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen. Also bis dahin, ciao, ciao.